Und was ich immer lese, ist, wir täten ja nichts für Junge. Also den Vorwurf können wir uns da nicht gefallen lassen. Im 2016 hat die SRG 92% der Beilaggebühren bekommen. Aber warum genau die SRG? Die SRG ist laut dem Gesetz dazu verpflichtet, eine mediale Grundversorgung zu bieten. Das heisst, sie leistet einen Service public. Die Gebühren helfen der SRG, dass sie nicht auf Quote, sondern auf Qualität, Glaubwürdigkeit und Relevanz setzen kann. Zudem ist sie von wirtschaftlichen und politischen Interessen unabhängig. Wichtig ist, dass sie eine sehr breite Themenvielfalt bietet, damit sie für jeden Schweizer etwas mit dabei hat. Die SRG hat 1,6 Milliarden Budget zur Verfügung. 1,2 Milliarden kommen aus den Beilaggebühren und etwa 400 Millionen sind werbefinanziert. Also das Geld wird solidarisch in alle Sprachregionen aufgeteilt und kommt in verschiedenen inhaltlichen Sparten zugute. Laut diversen Studien steht die SRG bei der Bevölkerung für Professionalität und Vertrauen. Trotzdem gibt es sehr viel Kritik an der SRG. Gerade junge Leute fühlen sich oft nicht wirklich abgeholt. Quiz-Sendungen gehören nicht zu einem Leistungsauftrag. Das ist so nicht zeitgemäss. Es ist nicht auf unsere Generation angepasst. SRG, wo bleiben unsere Inhalte? Wir tun was für Junge. Wir tun es sehr breit. Wir haben letztes Jahr über 20 neue Projekte gestartet. Wenn es so viele verschiedene Inhalte gibt, warum habe ich dann das Gefühl, dass mich die nicht erreichen? Das ist ein grundsätzliches Problem, das sehr viele Medienunternehmen haben. Es ist nicht einfach, die Aufmerksamkeit vom Online-User abzuholen. Und noch schwieriger ist es, dass er immer wieder zurückkommt. Und alles, was wir online machen, da wartet niemand auf uns. Da gibt es eine ganz breite Masse an Angeboten. Das stimmt eigentlich schon, aber es ist trotzdem keine Ausrede, weil andere Medienunternehmen bringen das trotzdem her. Wieso ist es bis 2016 gegangen, bis der Bereich junge Zielgruppe gegründet worden ist? Digitalisierung und Social Media gibt es ja nicht erst seit dann. Weil die Verwendung von Gebührenmitteln natürlich sehr gut überlegt sein will. Und man kann nicht einfach sagen, ich springe auf das nächstbeste Pferd und mache irgendetwas, und das muss überlegt sein. Und diese Überlegung dauert manchmal. Aber nicht nur die Jungen klagen. Sendungen wie Voice of Switzerland, die dann aber uns unglaublich viel Kritik einbringt vom Stammpublikum, ist ein bisschen ein Dilemma. Also diese Aussagen gibt es dann auch. Also ah, natürlich. Das Stammpublikum könnte dich viel eher verärgern, als das junge Publikum als Sender zu holen. Das ist ein Dilemma. Wenn du verschiedene Programme hast, da hat jeder an jedem Programm etwas auszusetzen. Perception is reality. Also jeder nimmt es so wahr, wie er auch seine und ihre eigenen Präferenzen hat. Wichtig, dass man bedenkt, dass der Auftrag, einen Service public zu leisten, kein einfacher ist. Ein Programm zu machen, wo für jeden etwas dabei ist, ist eine sehr undankbare Aufgabe. Besonders in einer Zeit, wo sich der Einzelne gewöhnt ist, auf einen spezifischen Kanal zu gehen und dort alles für ihn zu finden. Nicht nur das Programm ist bei der Bevölkerung ein Kritikpunkt, auch das grosse Budget eckt an. Wir müssen einfacher produzieren, damit wir eher Mittel frei machen können, um auch mit Geschichten im digitalen Bereich zu erzählen. Wie schnell und wie effizient so eine Umverteilung von Geld stattfinden wird und ob das Tempo auch wirklich das ist, was die Bevölkerung und Digitalisierung verlangen, das wird sich zeigen. Ich meine, die SRG und auch SRF ist für schweizerische Verhältnisse ein Tanker. Und ein Tanker bewegt sich nicht ganz so agil und so rassig wie ein Gummibötchen, das ist klar. Wir verstehen Kritik, die an der SRG laut wird. Aber wir haben auch realisieren, dass vieles nicht so einfach ist, wie man manchmal meint. Schlussendlich könnte die SRG definitiv ein grosser Player werden in Europa, wenn sie den Mut, die Innovation dazu haben. Soll ich am 4. März 2018 Ja stimmen, damit sich bei der SRG endlich etwas ändert? Ein Schuss vor den Bug. Nein, das ist eben nicht ein Schuss vor den Bug. Das ist dann ein Volltreffer, oder? Es gibt keinen Plan B. Wenn die Initiative angenommen wird, dann wird die SRG abgeschafft. Dann ist sie abgeschafft. Und es ist nicht, weil irgendwie ein störrisches Management das würde verhindern. Der Initiativtext lässt einen Plan B gar nicht zu. Also eins ist ganz klar, ein Ja bei der No-Billag-Initiative wäre viel mehr als nur ein Zeichen. Und da Billag nicht gleich SRG ist, frage ich mich, was würde denn sonst noch verloren gehen?